Jungs, Mädels, lasst uns bitte kurz über die Spiele quatschen. Lasst uns das bitte einmal ganz kurz alles Revue passieren lassen. Ich habe immer noch einen Puls von 101. Lass mich gucken. Lass mich gucken. Ich gucke kurz meinen Puls. Ich gucke meinen Puls. Dauert jetzt einen Moment. Ich würde behaupten, dass er immer noch über 100 ist. Ohne Probleme. Ich habe einfach so Herzpochen. Also, halten wir mal ganz kurz fest. Okay, ist mittlerweile bei 98. Es geht schon. Die Gemüter beruhigen sich. Also, wir haben so bad einfach die ganzen Achtelfinalspiele zum Teil waren. Die Viertelfinalspiele, Hinspiele und Rückspiele waren der Wahnsinn. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe ja schon gestern über die Dortmund-Thematik geredet und Paris, das war natürlich spektakulärer. Das war spektakulärer. Hands down, 100 mal spektakulärer. Warum guckt man Fußball? Die meisten wollen Tore sehen. Gestern haben wir die Tore bekommen. Heute war einfach, und das war mein Call von Anfang an, als es um Real ging und als es auch um Bayern ging, diese Spiele heute wurden im Kopf gewonnen. Auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn wir jetzt ganz kurz über Bayern Arsenal reden, ich muss sagen, ich habe Bayern Arsenal natürlich geguckt auf meinem Monitor, aber es war jetzt bei weitem nicht so intensiv für mich, wie es ja bei Real war. Logischerweise, ich bin Real-Sympathisant, Hala Madrid for the win. Ne, so ist es nicht. Aber Bayern hat gekämpft, Bayern hatte sich immer mal wieder Chancen rausgespielt. Arsenal hatte auch immer mal wieder Druckphasen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, Bayern hat zu Hause das Ding eigentlich mehr oder weniger gerockt. Na, klar ist das auch alles ein bisschen schwierig gewesen, aber dann hinten raus mit der Chance von Guerrero, wo er den Ball dann sauber flankt auf Kimmich. Kimmich einen wunderschönen Kopfball hinlegt. All fine. So, was will man mehr? Na, und da hat man, und das muss man ganz klar sagen, auch wenn Arsenal jetzt mehr oder weniger gefühlt in einer Woche Champions League und mehr oder weniger fast die Premier League geschmissen hat, ganz hart gesagt, muss man festhalten, dass Bayern hier einen sauberen Job gemacht hat. Und man kann Tuchel so viel ankreien, wie man möchte. Wir haben zwei Mannschaften, die dieses Jahr crazy underperformen. In der Champions League so weit wie gefühlt lange nicht mehr. Tuchel macht momentan in der Champions League einen sauberen Job mit Bayern. Und Terzic, ob man es wahrhaben will, letztendlich auch. Ne? Masraoui hat eine gute Partie gemacht. Das muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Der hat mir echt nicht verkehrt gefallen. Neuer hat auch nicht großartig was anbrennen lassen. Bleib immer noch dabei, dass Dier ein super Einkauf war von Bayern. Ein super, super, super Einkauf war. Für einen schmalen Taler hat man einfach eine richtig solide Karte, wollte ich gerade schon sagen. Man kennt, ja, wenn man so viel Ultimate Team spielt, hat man einen wirklich für, also der wurde so stark belächelt aus wahrscheinlich Bayern-Bubble und allem drum und dran. Laut Twitter, blabliblub. Muss man mal vorsichtig sein. Aber dieser Mann hat wirklich bislang sauber performt, muss man ganz klar sagen. Und damit ist jetzt auch der 5. Champions-League-Platz für die Bundesliga safe. Das ist Wahnsinn, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder sehe ich das verkehrt? Engländer, alle weg. Wäre Real raus gewesen, wäre das auch, glaube ich, das erste Mal eine Beteiligung von 10 Jahren ohne La-Liga-Team im Halbfinale. Auch unnormal. Unnormal, ne? Wirklich, absolut krass. Deswegen kann ich nicht mehr, viel mehr zu Bayern sagen, außer Bayern hat für mich verdient gewonnen. Die haben es super an der Hand gehabt. Die haben das Spiel nicht großartig was anbrennen lassen, wenn man sich die Expected Goals anguckt und alles drum und dran. Klar, waren ein, zwei Chancen bei, aber unterm Strich hat man Arsenal für eben 90 plus Minuten sehr gut eingedämmt. Und wenn wir jetzt einen Blick auf Real Madrid gegen Manchester City werfen. Wenn wir jetzt einen Blick auf Real Madrid gegen Manchester City werfen, hands down. Das Beste, was Real passieren konnte. Und normalerweise sind die Spiele häufig bei Real so, gerade wenn man mehrere Spiele guckt. Real neigt dazu, die brauchen länger, um in die Partie zu kommen. Gerade dann auch letztes Jahr gegen City und alles drum und dran. Beziehungsweise jetzt ja auch im Hinspiel. Da geht man gerne mal in Rückstand. Da geht man gerne mal in den ersten 10 Minuten Rückstand. Das ist bei Real nichts Besonderes. Aber meistens ist von Real die Stärke, je länger die Partie geht, desto besser kommen sie eigentlich rein. Und natürlich in der Champions League darfst du Real niemals abschreiben. Ich habe getippt, dass City über die drüber fährt. Und das, was wir gesehen haben, war eigentlich, betont auf eigentlich, eine Machtdemonstration. Eine absolute Machtdemonstration. Real hat nichts gemacht, außer gebunkert. Sie haben das 1-0 gemacht, was super rausgespielt war. Guter Konter,
elendig geiler Ball von Carvajal auf Bellingham. Bellingham, super Annahme, aufgedreht, Spieler stehen gelassen. Vini über rechts geschickt. Vini hatte keine Chance. Vini hat über 100, keine Ahnung, wie viele Minuten bis da ausgewechselt wurde. Keine Chance gegen Walker. Walker, wie letztes Jahr, hat den komplett im Rucksack gehabt. Er hat jedes Laufduell gegen ihn verloren. Das einzige Laufduell, was Vini wirklich entscheidend gewinnen konnte, entscheidend, war denn Bellingham über rechts auf eben Vini. Vini legt den Ball quer, kommt durch. Rodrigo schießt einmal gegen Ederson, kriegt den Ball wieder, macht das Ding rein. Das ist das Beste, was Real passieren konnte, weil Real dann leider Gottes verwalten konnte. Ich mag das nicht, ich sehe das nicht gerne. Wirklich, ich will immer, ich habe lieber eine Mannschaft, die kämpft, die sich, ich habe das gestern schon gesagt, die kämpft, die sich den Arsch aufreißt, die probiert mitzuspielen, als eine Mannschaft, die bunkert. Das will ich nicht, das mag ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Aber Real macht das 1-0 und Real hat danach 80 Minuten nichts anderes mehr gemacht, außer verteidigt. Lunin hat super verteidigt. Also generell, Real hat super verteidigt, aber die haben halt auch einfach wirklich gebunkert des absoluten Zorns. Wie ging es aus dem Elfmeterschießen? Real hat 5-4 gewonnen. Ring. Real hat 5-4 gewonnen. Ganz krass. Ich glaube, das waren phasenweise 17-0 Ecken. Und was man ganz klar sagen muss, Grealish wird immer noch sehr häufig, glaube ich, belächelt, gemessen daran, was er damals gekostet hat. Grealish hat eine super Partie gemacht auf der linken Seite. Haaland war unsichtbar, aber da konnte Haaland meiner Meinung nach nicht wirklich was für, weil der, wie gesagt, in einem Bunkerfest einfach stand. Ne? Da ging nicht viel. Man hat probiert, viel die Bälle zu flanken auf Haaland. Der hat auch ein, zwei Kopfballduelle gehabt, die wirklich richtig gut waren. Hat ja auch einmal Aluminium getroffen. Real hat den Ecke, aber hinten raus. Ich sage, er stand phasenweise 17-0. Ecken oder so ein Kram. Hinten raus hat Real eine Ecke, klar. Aber Real Talk, die war nicht großartig erwähnenswert. Aber bis lange Phase war ja gar nichts. Gar nichts. Und guck mal, Salzburg Post mache ich sofort. Kleiner Moment. Ja, und es ging die ganze Zeit nur in eine Richtung. Ich finde es so beeindruckend. Real Talk, Rodri ist einfach... Dieses Spiel hat gezeigt, warum Rodri mehr oder weniger... Warum er einfach fucking verdammt noch der beste Sechser der Welt ist. Der kann alles. Weil Rodri so defensiv unfassbar stark ist und so spielintelligent ist, jederzeit einen Spieler stehen lassen kann, für einen Schuss gehen kann, für eine Flanke gehen kann, für einen entscheidenden Pass gehen kann. Sind aber auch allem voran die Innenverteidiger so häufig mit vorgerückt, in Form von Gvardiol und Akanji, dass die durchgängig gefährlich waren. Ich saß hier die ganze Zeit und war gefühlt am absoluten, wirklich, ich war am Boden, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht mehr gut gehen. Dann kommt die Situation, ja, wo City dann einmal durchkommt, man schießt Lunin an oder irgendein Spieler, der springt ein bisschen weg, dann wird der Ball reingeschoben und dann steht es 1-1, mehr als verdient. Mehr als verdient. Na? Aber jeder kennt den Fußball. Leider, zum Glück, je nachdem, wie man es auch immer nennen möchte. Wir gehen in die Verlängerung. Real hatte noch ein, zwei Konter, die konnten sie aber nicht wirklich nutzen. Einmal noch sehr gefährlich geworden. Über die Seite mit Valverde, wo dann Vini im Zentrum war. Aber das hat Ederson dann letztendlich ganz gut hinbekommen. Dann hat man gemerkt, in der Verlängerung, beide Mannschaften waren irgendwann platt. Ab der 100. Minute war schon gut Luft raus. Und da ging nicht mehr sonderlich viel. Man hat viel rotiert, viel gewechselt. Doku, der ja vorher auch schon in die Partie kam, war der Wahnsinn. Dass City, was City von der Bank bringen kann, ist abartig. Real ja auch schon phasenweise. Mittlerweile nicht mehr unbedingt, aber es ist solide von der Bank. Wirklich ist solide. Aber das, was City von der Bank bringen kann, ist gefühlt Matchmanipulation. Na? Dass da ein verdammter Grealish, der eine super Partie rausgespielt hat, dass der runtergenommen wird und die Doku da reinschmeißen, der einfach des Zorns alles nochmal komplett überrennt, wie sonst und etwas, ne? Wirklich. Krass, was der für einen Impact hatte. Für mich war das wirklich der absolute Wahnsinn. Irgendwann Haaland runtergegangen, Alvarez kam rauf, blabibluppe, Haaland, wie gesagt, sehr blass gewesen, gefühlt nicht einmal den Ball am Fuß gehabt, ganz extrem gesagt. Und dann kommen wir auf die 110. Minute, 115., 120. Und dann geht's ins Elfmeterschießen. Modric hat verschossen. Lunin hält einmal. Lunin hält zweimal. Und dann ist der letzte Schütze. Fucking verdammt nochmal. Toni Rüdiger alleine schon. Rüdiger Abi. Ja. Rüdiger Abi. Und er macht ihn. Ist das krass. Es tut mir halt so super leid, wenn man den Spielverlauf einfach sieht. Weil es ist obviously, es ist nicht verdient. Aber es geht nicht darum, wer 90 Minuten besser gespielt hat oder den besseren Fußball gespielt hat oder 120 Minuten, sondern es geht immer darum, gerade in der Champions League, wer verlässt den Platz als Sieger. Und in dem Moment ist es Real Madrid gewesen, die sich gegen Leipzig schon
nochmal deutlich mehr durchgemogelt haben, weil da muss man ehrlicherweise sagen, das war einfach Kacken von den Schiedsrichtern. Das war desaströs, was da gepfiffen wurde. Aber sie haben es irgendwie hinbekommen. Und ja, jetzt haben sie City rausgekegelt. Aber spielerisch muss man ganz klar sagen, war es Machtdemonstration. Absolute, absolute Machtdemonstration. Und gegen City fühlt es sich trotzdem so richtig an. Ja, true, muss ich auch sagen. Ich bin auch sehr happy, so ist es nicht. Aber ich hoffe nur eins für die nächste Partie. Real hat jetzt noch Klassiko vor der Brust. Dann geht es Ende des Monats auch schon weiter mit den Halbfinalspielen. Ich hoffe, dass Real nicht nochmal so auftritt in der Champions League. Das wird dem Verein und eigentlich auch dem Kader nicht gerecht. Und gegen Bayern, das ist nicht böse gemeint, ist es grundlegend auch nicht notwendig, weil die bei weitem nicht so erdrückend und zermürbend spielen, wie es bei City der Fall ist. Ne? Weil ich glaube, nochmal so zu spielen über 2x90 Minuten, das schaffst du nicht. Wobei, zu Hause habt ihr Real nicht schlecht gespielt, da ging's ja, ne? 3-3 kommt ja nicht von irgendwo her. Aber gerade wieder auswärts, bitte nicht. Das ist Real Madrid, nicht Atletico Madrid. Ne? Das muss nicht sein. Müssen nicht beide Mannschaften aus Madrid so eine Rotze machen. Will ich nicht. Will ich nicht, mag ich nicht. Und wie gesagt, dann sehe ich lieber eine Mannschaft, die kämpft und offensiv spielt und sich bemüht und dann rausfliegt, als eine Mannschaft, die, wenn sie heute so rausgeflogen wäre, ich hier sitzen würde mir sagen, ja, fuck, Alter, das hat sich die ganze Zeit abgezeichnet, dafür habe ich mir jetzt 120 Minuten plus Elfmeterschießen gegeben. So ist das natürlich nochmal mit einem Happy End. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich bin gespannt. Aber ich call it, Chat, ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, Bayern macht's. Ich glaube, Bayern gewinnt die Champions League. Tuchel wird sich nochmal mit einem goldenen Koffer verabschieden. Und mit einem Big Bang. Und dann kann er sagen, fickt euch, ich habe mein Bestes gegeben. Ihr wolltet die Liga, scheiß auf die Liga. Champions League ist cooler, ihr habt diese. Seit 10 Jahren mal wieder, oder wie lange das auch immer her ist. Und dann läuft der Hase. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Wir gucken es auf jeden Fall wieder im Stream gemeinsam. Wird geil.